Hallo meine Süßen, ich hoffe es geht euch gut. Heute mal ein bisschen unkonventionelles Video, die Lana ist auch wieder da. Dieses Video könnte etwas düsterer werden. Und zwar sind wir hier in der Nähe von Roquetas de Mar und dem Plastikmeer von Almería. Das ist eine ganze Stadt von Gewächshäusern, die sich über sehr viele Kilometer erstreckt, wo das Obst und Gemüse für ganz Europa kommt. Wenn ihr im Supermarkt irgendetwas einkauft und dort Herkunftsland Spanien steht, dann kommt das hierher. Die Armut hier ist extrem, weil da drüben in Afrika, wo wir auch hinfahren wollen, wird den Leuten versprochen, dass die hier in Europa ein gutes Leben haben. Die kommen mit einem Tuckerboot über das Wasser gefahren, nur um zu erfahren, dass sie ohne Papiere keine Rechte haben, und dann landen die in diesen Gewächshäusern, wo sie zum Hungerlohn arbeiten, und dementsprechend ist die Kriminalität hier auch. Ja, wir fahren da durch und das Video kann nicht besser anfangen, weil eine Sache muss ich euch noch erzählen. Die Nachbarn, die wir da haben, das sind die schlimmsten Camper, die wir jemals getroffen haben. Ich versuche mal ein paar heimlich gemachte Videos einzufügen, weil die haben überall Kameras an ihren Fahrzeugen. Es hat angefangen, dass wir dort ankamen und die Frau erstmal rausging und sich in den Busch gehockt hat vor uns. Nase. Das war uns sofort mega unsympathisch. Dann haben die irgendwie 4 Hunde oder sowas drin. In kleinen Zwingern halten sie den ganzen Tag, gehen mit jedem Hund jeweils nur einmal am Tag raus. Lana hat noch einen Mann gesehen, der irgendwie mit denen gesprochen hat. Kann sein, dass die mit Hunden handeln. Also ganz, ganz schlimm. Morgens haben sie sogar die Frechheit gehabt und haben draußen einen Generator hingesetzt. Warum? Warum macht man sowas? Ich verstehe das nicht. Also ganz kuriose Gestalten. Wir fahren auch direkt weiter, weil der Platz ist eigentlich total cool, total schön, aber diese Leute, die vermiesen es einem wirklich. Auf geht's zum Plastikmeer. Ja, willkommen in Roquetas de Mar. Ihr habt mir ja immer wieder ein Video von einem Typen geschickt, der hier hingefahren ist, und hier gibt's wohl ganz üble Gegenden, aber so auf den ersten Anschein, weiß ich nicht, wirkt ganz nett eigentlich, ganz, ne? Normal, ne? Ja, echt ganz normal. Wenn die Sonne untergeht, soll es wohl schlimm werden. Also übernachten werden wir hier sowieso nicht. Aber wir drehen hier erstmal eine Runde und gucken uns alles genauer an. Also den muslimischen Einfluss, den merkt man hier auf jeden Fall. Lana bedeckt sich hier auch ein bisschen mehr. Wie gesagt, gibt es ja viele Leute, die aus Afrika oder sonst wo hier rüberkommen. Hier leben würde ich jetzt nicht unbedingt wollen, übernachten auch nicht. Aber so schlimm wie in den Videos dargestellt ist es auch nicht, ne? Ja, die Parkplätze sind für Camper halt einfach total kacke, ne? Also da unten sieht man mein Auto. Man kann sich hier halt gar nicht breit machen, wohlfühlen. Ich will gar nicht wissen, wie es hier abends wird. Deswegen bleiben wir auch nicht hier, sondern fahren direkt weiter. Sollen wir das vielleicht so machen, dass wir nur mit meinem Auto durch das ganze Plastikmeer durchfahren und dann hier zurückkommen? Oder willst du dein Auto nicht hier lassen? Ja, ungern. Dann lass uns erstmal weiterfahren. Dann fahren wir jetzt zu El Ejidor, zur nächsten Stadt. Unterwegs gibt es ganz viel vom Plastikmeer zu sehen. Und ich würde sagen, dass wir dein Auto dann dort stehen lassen. Durch das Plastikmeer durchfahren und uns alles angucken, ein paar coole Shots machen oder so. Ja. Ja, fahren wir mal dahin. Und ein herzliches Willkommen in El Ejido. Also was man so auf YouTube sieht, von wegen, oh, diese super kriminellen Sachen und keine Ahnung. Ja. Hier könnte ich mir echt vorstellen zu pennen. Hier gibt es so einen Park-for-Night-Parkplatz direkt am Sportplatz. Aber was richtig geil war die Fahrt hier hin. Ne? Das ganze Plastikmeer, so weit euer Auge reicht, habt ihr einfach nur Plastikplanen. Hast du auch so einen Kratzen im Hals gehabt oder sowas? Von den Pestiziden. Heftig, ne? So ein Fahrtwind war das so. Das ist, für gefühlt der mit Pestiziden am meisten belastete Ort, den es gibt auf der Welt, oder? Ja. Oder den ich zumindest kenne. Es gibt bestimmt noch schlimmere Orte. Also das hat man deutlich gemerkt. Jetzt hier in der Stadt merke ich den üblichen so Abgasen, genau. Geruch. Aber nicht so richtig krass Pestizide. Nee, stell nicht mal so vor, diese... die Leute, die dann da drin sind, alle. Ja, wenn man drin arbeitet, ne? Ja. Und im Plastikmeer gibt es dann überall die Häuser, wo die Leute leben. Und da sieht man auch nur dunkelhäutige Menschen, die dort sind. Und das geht ewig in jede Richtung. Einfach ewig. Also Plastik, soweit das Auge reicht, wirklich. Es gibt so kleine Orte, die heißen Chabolas. Also das sind, glaube ich, wie so Slums. Oder die Leute leben teilweise auch in den Gewächshäusern, wie ich gehört habe. Mhm. Aber illegal halt. Also keiner darf die sehen. Das heißt, die verstecken sich voll, wenn da irgendwie jemand kommt, weil die Angst hat, dass das Polizei ist oder so. Okay, krass. Ja, weil die illegal da sind.
Heftig. Also die kriegen wir dann nicht vor Gesicht. Hm, wirklich nicht. Hm. Also bestimmt, wenn man bezahlt oder so, aber... Ja. Ja, die ganzen YouTuber, die dann hier unterwegs sind, die holen sich auf Instagram irgendwelche Leute und bezahlen die dann dafür, um tiefere Einsicht zu haben und sowas. Aber das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Wir wissen nur, wir wollen hier auf gar keinen Fall auf dem Parkplatz bleiben. Eine Vanlife-Community gibt es hier auf gar keinen Fall. Keiner bleibt hier. Warum denn auch? Aber was total geil ist, ich habe das Gefühl, man ist hier irgendwie drin im Plastikmeer so. Jeder, der hier hinkam, hat das Plastikmeer gesehen und weiß auch, warum die Stadt entstanden ist, ja, weißt du? Das ist geil, ne? Ich habe da echt das Gefühl, wir wären auf so einer Insel hier irgendwie. Das ist so platt, aber irgendwie, es hat so seinen eigenen Vibe. Das ist wirklich anders als der Rest, den wir gesehen haben. Ja, weil wir, guck mal, wir sind doch über 10 Kilometer einfach nur durch Plastikmeer, durch das Plastikmeer gefahren. Und das ist erst der Anfang, überlegt. Und das war erst der Anfang. Wenn man auf der Karte guckt und dann rauszoomt, das ist so heftig, wie das aussieht, einfach gecovert. Ja. Ja, das Plastikmeer hier sieht man vom Weltall aus. Ist größer als Chicago, habe ich gehört. Das ist Wahnsinn, ne? Wie riesig. Wollen wir mit meinem Auto noch ein bisschen herum, so in eine Knüste gucken, ob wir irgendwelche coolen Shots bekommen. Das ist heftig, man sieht auch so einen leichten Dunst, ne? Ja. Boah, schlimm, ey. Boah, da hinten geht's sogar den Berg noch hoch. Wahnsinn. Boah, wie das stinkt, ey. Boah. Aber auch nach Gemüse irgendwie ein bisschen, ja, ne? Ja, das stimmt, das auf jeden Fall. Guck mal, wie dicht das da zusammenwächst. Rein. Boah, Alter. Heftig. Boah, ja, Alter. Demnächst nach ca. 2 Kilometern rechts abbiegen. Krass, und Leute arbeiten einfach direkt da drin. Guck mal, siehst du, da versteckt sich schon. Ist aber ruhig hier, ne? Das ist angenehm. Aber ansonsten, wie man sieht, hier vorne in der Butze leben ein paar Leute. Überall riesige Tore davor. Boah. Und die ganzen Betreiber von den Feldern, die verwenden auch illegale Brunnen, ne? Die bohren einfach total tief in den Boden. Der Wasserspiegel hier ist sehr, sehr tief. Mhm. Und die ziehen immer mehr Wasser raus. Und guck mal, stell dir vor, du bist jetzt Polizist. Wie willst du solche Brunnen hier finden? Die sind dann irgendwo drin in den gewerblichen Grundstücken. Keine Chance. Ja, vor allem, das ist ja auch voll das Labyrinth, als ob die sich die Mühe geben. Und vor allem, das ist voll das Labyrinth. Und komm, du hast ein Feld, ich hab ein Feld. Wir helfen uns gegenseitig. Wenn ich die Polizei ankommen sehe, sage ich dir Bescheid. Ja, das stimmt. Da haben sie keine Chance. Oh, da kann man nichts sehen. Wahnsinn. Und was für eine Fläche das ist. Diese kleine Straße hier, die ist so winzig. Die ist wie so eine Zelle aufgehaut und das ganze Gebiet ist wie der ganze Körper. So riesig ist das hier. Und so dreckig ist das hier, wenn man von meinem Körper ausgeht. Boah, hier kann man auch noch reingucken. Meine Beine kratzt auch schon. Lass uns hier abhauen. Ist wahrscheinlich, als ob wir 20 Zigaretten geraucht hätten jetzt. Ich versuche mehr auszuatmen als einzuatmen. Oder? Abgefahren, ne? Ja. Mega abgefahren, da müssen wir jetzt hoch. Ich gehe direkt auf die Suche und suche einen ordentlichen Stein, den wir uns hinter die Räder packen können. Weil hier vorne geht es schon ein bisschen brutal bergab. Ohne diesen Stein kann ich nicht gut schlafen. Genau so. Die Lana kriegt auch einen. So. Voilà. Spanier-Rentner sind so süß, ne? Ja, ich kann es nicht aushalten. Und jetzt geht's direkt aufs Dach. Erstmal kontrollieren, ob hier noch alles hält. Das Dach hatte ich ja im letzten Video komplett neu gebaut. Aber das schaut alles gut aus. Wir sind jetzt auch da unten die Autobahn entlang gefahren. Ja, und es hat gehalten. Penner Constructions. So, und so wie ich das sehe, macht die Lana wieder was Schmackhaftes zu essen. Dann können wir uns hinchillen und ein bisschen die Aussicht genießen.
Boah, da unten sieht man immer noch ein bisschen was vom Plastikmeer. Da ist die Straße, die wir uns hochgekämpft haben. Über 300 Höhenmeter sind wir hier hochgefahren. Und es gibt hier anscheinend noch Leute, die hier oben in den Bergen leben und so, ne? Naja, das ist echt schöne Gegend, ne? Da kann man echt nichts sagen. Piep, 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 wir haben uns ganz lieb. Guten Appetit. Plupp. So, die Sonne ist da hinten untergegangen, ne? Das heißt, die wird dann morgen dort aufgehen. Aber ich ist morgen windig, dann wird es nicht allzu heiß morgens. Willst du Wasser? Ja. Ah. Willst du Cashewmilch? Boah, guck mal die Farben, Mama. Da bin ich da oben tatsächlich weggepennt. Lana war irgendwann weg. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ist echt angenehm da oben, aber heute werde ich da nicht schlafen, weil es ist zu gefährlich, hier nachts über da auf dem Dach rumzuturnen. Für heute ist dann wohl Feierabend. Gute Nacht, Lana. Gute Nacht. Ja, ich habe heute Nacht noch schönen Besuch von einem Mückchen bekommen, deswegen habe ich mein Netz gespannt, aber abgesehen davon war es eine gute Idee, die Tür offen zu lassen. So, meine Süßen, ich habe gestern Unmengen an Nachrichten von euch bekommen, dass ihr meiner Holzkonstruktion da auf dem Dach nicht traut. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr euch Sorgen macht. Danke für die ganzen Nachrichten. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so hält, weil ich ja auch mit dem Hausbau da schon Erfahrungen gemacht habe. Oh mein Aber ihr habt natürlich irgendwo recht. Ich weiß ja nicht, wie das mit Regen, Vibration. Deswegen habe ich beschlossen, erstmal viel mehr Schrauben reinzujagen, dass das auf jeden Fall hält. Und dann irgendwann tatsächlich doch bessere Materialien zu verwenden. Nochmal vielen lieben Dank, dass ihr euch so sehr um mich kümmert. Hola. Hola. Buenos días. Was sind denn das für Typen? Laufen die ganze Zeit schon rum. Ich glaube, die vermessen das mit Land oder sowas, ne? Kann sein, ja. Ich guck mir mal deren Transporter an. Webless. De Banos, Sunny. Keine Ahnung, irgendwas mit Möbel und sowas. Richtig random. Hola. Aber ich kann den Koffer, der ist von mir jetzt drauf. Wo kann doch Agua? Agua. Palabra. Okay. El agua, cuando marca agua aquí al vecino, se le pone la vara para arriba. A mí marca la vara para abajo. Va andando y te marca. Alemania. Alemania. Buen tiempo aquí ya, ¿eh? En Alemania frío, ya frío. Pues bueno, nos vamos. Okay. Venga, hasta luego. Gracias. Abgefahren, ne? Habe ich noch nie gesehen. Aber in den Bergen nach Wasser bohren? Ja. Komisch, ne? Aber da kannst du sehen, ne? Hier Plastikmeer und die Leute suchen hier überall nach Wasser, ne? Ich glaube nicht, dass die das legal machen. Hammer. Ja, nö, bestimmt nicht. Aber süß, wie cool, ey. Das können auch nicht viele Leute, ne? So Wasser aus der Natur einfach ziehen. Ja, ist echt mega, mega angenehm hier. Die Lana ist einfach losgegangen. Die ist jetzt verschwunden da in die Berge herum. Aber nicht, weil sie böse ist oder sowas, sondern weil man kann ja einfach nicht ständig aufeinander rumhocken, auch wenn wir zwei Fahrzeuge haben. Jeder muss noch seine eigene kleine Mission machen. Und wir machen jetzt mal wieder die Wäsche. Weil es gibt etwas Neues, was ich vorher noch nie erwähnt hatte. So, zum Wäschewaschen brauchen wir flüssiges Spülmittel. Einen Sack, am besten noch ein paar Handschuhe, die Wäsche und einige Liter Wasser. Die Wäsche mit Spülmittel und Wasser in dem Sack vermischen. Warum mache ich das nicht direkt in der Spüle? Weil es dann spritzt. Ich habe früher so einen kleinen Eimer benutzt, das alles durchgeknetet und das gab eine Riesensauerei. Im Sack ist es tatsächlich besser, das werdet ihr gleich sehen. Und zwar hauen wir uns so ein Clips-Dings dran, dass hier alles luft- und wasserdicht abschließt. Und dann können wir das frei rumkneten, ohne dass irgendwo irgendein Tropfen rauskommt. Das Wasser kann wie in der Waschmaschine richtig hier überall durchgeknetet werden. Wie so ein Pizzateig.
Den Sack entleeren wir dann, bringen die Klamotten aus und dann spült ihr alles nochmal nur mit klarem Wasser ab. Übrigens, diese Pumpe hier, das ist einfach so ein 8-Liter-Tank und dann gibt es hier in so den Supermärkten so eine geile Pumpe. Die pumpt da Luft rein und dann kommt über den Druck halt das Wasser da wieder raus. Wissenschaft. Schön die Luft rauslassen, damit man das gut kneten kann. Das müsst ihr euch anhören, das hört sich so geil an. Hört ihr das? So, das spülen wir aus. Das landet wie immer nicht auf der Straße, sondern im Grauwassertank. Und jetzt kommt eine Sache, die ich vorher noch nie angesprochen habe. Ich schütte ja für gewöhnlich entweder in so einer Abwasserentsorgungsstelle ab oder halt im Gullideckel. Beim Gullideckel bitte drauf achten. Es gibt Gullideckel, die im Meer landen. Das sind irgendwelche Überflutungsabwassertransportkanäle. Achtet darauf, dass ihr sowas, wo jetzt das Waschmittel drin ist, in Gulli reinkippt, das dann auch in einer Kläranlage landet. Also, das an Häuser angeschlossen ist. Wie erkennt man die? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Man merkt das halt irgendwie einfach. So, den ganzen Spaß dann wieder mal auswringen. Das riecht so lecker. Ja. Das ist, wenn man seine Sachen wäscht. Das nennt man Waschmittel. Reinigungsmittel. Oh, krass, hab ich nie von gehört. Ach Quatsch. Lana wäscht genauso ihre Klamotten ständig. Und dann zum Trocknen aufhängen. Hier vorne im Fahrerraum ballert die Sonne immer so dolle rein. Es wird richtig warm hier. Ich habe hier kleine Schlitze in den Fenster offen. Das trocknet da drin wunderbar. Hat sich ziemlich etabliert bei mir. Ach, und bügeln könnt ihr sowas übrigens ganz leicht, indem ihr einfach einen Topf warm macht und dann da drüber fahrt. Fertig. Ist jetzt mein Van anzünden? Nee. Wir wissen, ob das schmilzt. Ja, natürlich schmilzt das. Und stinkt dann. Stimmt. Willst du das als typischen Musikmachprozess beschreiben, ja, was du hier gerade tust? Ja, auf jeden Fall. Ja, so macht die Lana ihre Musik. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schaut mal in ihren Kanal rein. Solana the Artist auf YouTube. Ist mal wieder ein neues Video rausgekommen. Es würde sie unheimlich freuen. So, meine Süßen, ich wollte gerade mit der Arbeit anfangen. Da ist mir eingefallen, ich habe letztens meine Schiebetür zugeknallt und dieses Laptop-Kabel kam dazwischen. Das ist das Netzteil und das ist natürlich jetzt in den Fritten. Ich habe zum Glück ein Ersatznetzteil, also bisher kein Problem. Aber das Kaputte würde ich gerne abkürzen, so dass es dann nicht mehr so lang ist, sondern nur noch von der Buchse zum Laptop geht und gar nicht mehr erst zur Schiebetür hinkommt. Und das machen wir. Ja, solche Reparaturen gehören auch dazu. Besonders, wenn man hier irgendwo in der Pampa ist, ist es echt praktisch, wenn ihr irgendwie ein bisschen handwerklich begabt seid. Was brauchst du? Apropos fixen, hast du so eine Plastiktüte für mich und noch einen Kabelbinder? Eine Plastiktüte und einen Kabelbinder? Zwei verschiedene Sachen. Was hast du vor? Kabelbinder, ne? Weiß, ne? Rechnung kommt per Post. Das bedeutet, wir nehmen unseren vertrauenswürdigen Lötkolben und das Kabel erstmal auf. Ja, das sind hier zwei Adern. Eine Ader ist drin, eine ist außen. Die außen ist in der Regel minus. Einmal gucken, dass es von der Länge so passt. Zack, da kommt der rein und das Kabel geht dann hier so lang bis hierhin. Länger brauche ich den Kumpel nicht. Ja, wenn die Kabel schön verzinnt. Ich weiß, ne? Richtig gute Profiarbeit. Rein da. Und jetzt einmal einstöpseln. Die Lampe müsste dann blinken hier. Yes. Bam, ein Kabel, das mir nicht mehr so kaputt gehen kann. Womit ich dann jetzt eigentlich direkt mit der Arbeit anfangen würde. Abends im Auto arbeiten finde ich mega angenehm, weil man sich da richtig krass konzentrieren kann. Okay, jetzt kommt der langweilige Teil. Meine süßen Schokohäschen, gute Nacht, ne? Was machen die? Ach, das ist ein Paraglider.
Moin, moin. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen. Moin, kannst du ein Video machen bezüglich Nahrung? Ich struggle stark damit und will möglichst auf meinen Kühlschrank verzichten. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir haben auch keinen Kühlschrank. Ich habe mir schon was eingeschüttet, da ist mir das eingefallen mit dem Kommentar. Und zwar, wie immer, Haferflocken. Haferflocken sind ja ein Superfood. Ich packe da noch Rosinen rein, damit das einfach ein bisschen süßer ist. Passt dann mehr zu mir. Und in Haferflocken ist einfach alles drin, was ihr braucht. Und wenn mir die Haferflocken gerade aus dem Halse raushängen, weiß ich, dass ich keinen Hunger habe, sondern einfach nur Appetit. Weil da ist wirklich alles drin, was ihr braucht. Da ist mein Stash. 3 Packungen. Dahinter habe ich noch so eine andere Packung. Die muss man nicht kühlen, die kriegt man überall hinterher geworfen. Die machen dich nicht übervoll. Ich fülle die mit Milch auf. Und das war's. Gib ihm. Niam. Weggeputzt. Alternativ hat sich noch ein Schnellkochtopf bewährt, wo ich einfach alles reinschmeiße, worauf ich Bock habe. Warum ein Schnellkochtopf? Weil das als erstes Gas spart und den Raum nicht mit der Luftfeuchtigkeit vom Kochen selber belastet. Man macht das Ding einfach zu, lässt den aufkochen, bis das Nüppelchen-Ding hier rauskommt, lässt den danach noch eine Viertelstunde stehen und drin wird unter Druck alles so heiß gekocht, dass es viel, viel schneller geht und vor allem die Hitze auch überall reingepresst wird, dass es auf jeden Fall alles durch, was ihr dann da drin kocht. Das ist mega gut, um lokale Sachen auszuprobieren. Also wenn es hier Gemüse oder irgendwelche Fleischsorten gibt oder was, die es sonst nirgendwo gibt, dann könnt ihr die da reinschmeißen. Hier in Spanien zum Beispiel sind gewisse Früchte günstiger. In England sind einige Gemüse viel günstiger, weil es da sehr viele Felder gibt. In Polen gibt es die Kiełbasa, die ich dann da immer noch reinschmeiße, die extrem lecker sind. Also diese beiden Sachen haben sich durchgesetzt. Ich hoffe, ich konnte behilflich sein. Ist mega schön hier, ne? Ja. Wie findest du den Parkplatz bisher? Richtig schön, voll angenehm. Ja. Und guck mal, die Aussicht. Es ist zwar, ja, die Aussicht ist der Wahnsinn. Und auch sehr geil, es ist hier sonnig und leicht windig. So richtig perfekt, ja, ne, von der Temperatur. Angenehm. Ja. Ab und zu kommen hier dann Leute vorbei, die sagen aber nichts. Manche haben hier gehupt, ne? Mhm. Aber nicht wegen uns, sondern wegen dieser engen Kurve hier. Die wollen sich dann ankündigen, dass die nicht, dass die da irgendjemand reinfahren oder sowas. Ja, das ist echt cool hier oben. Wollen wir weiterfahren? Ja. Weiter Richtung, ja, Portugal, Marokko. Als nächste große Stadt haben wir Granada angezählt. Ja. Ne? Du hast schon was rausgesucht, ne? Ja. Also erstmal, ich habe erstmal nur was als Zwischenstopp rausgesucht. Das ist irgendwo, ich weiß nicht mal genau wo. Aber das ist so ein See in der Nähe, das glaube ich könnte schön sein. Und dann ist es auch nicht mehr so weit zu Granada. Ist das so die Hälfte bisschen zur mehr. Strecke dann? Bisschen mehr als die Hälfte. Okay. Wie lange fahren wir? Eine Stunde. Stunde. Machen wir. Ach ja. Ich würde ja gerne hier noch Müll aufheben und sowas, aber hier gibt's nichts. Ja. Weil das Müllaufheben ist echt so ein Dankeschön an den Standort, ne? Das stimmt. Das ist so, okay, ich streichel dich nochmal. Aber das gibt's nicht, deswegen. Was auch mega geil ist. Dankeschön. Wenn du unterwegs was Cooles siehst, dann halt einfach an. Ich halt dann auch an. Ja. So Lidl oder Baumarkt oder sowas. So, da werden wir. Fahren macht so Bock, ne? Das Geilste an Vanlife ist Autofahren. Finde ich auch. Boah, lass uns direkt weiterfahren. Gar nicht erst die Umgebung. Das Schönste ist immer die Fahrt. Genau. Megamäßig. Heute Autobahn. Wolltest du auch sagen, ne? Aber doch, ist schön hier, ne? Ja, mega schön. Hier so eine schöne Schlucht, ne? Also wenn sich die Bremse löst. Ja, und nach vorne hin gibt es eine wunderbare Straße. Hier ist es vergleichsweise mehr vermüllt, aber glaubt mir, das geht auch wesentlich schlimmer. Und hier haben wir die, sieht aus wie die Road 66. Man hört das Knallen von den Autos, während die über die Brücke fahren, aber das ist nicht halb so schlimm. Lana hat vorhin schon erwähnt, nachts soll es hier sehr ruhig sein. Oh, da kommt ein Motorrad. Und was es hier so gibt, weiß ich gar nicht. Hola. Boah, das geht schon ein bisschen runter da. Und ich sag dir, da unten ist ein Fluss. Der hat über die Zeit hier alles weggetragen. Bin ich mir ziemlich sicher. Boah, ist schon ziemlich beeindruckend. Sie sucht mal wieder irgendwelche Höhlen hier. Boah. Und da an dem Bäumchen sind unsere Autos. Geil, hier pennen wir heute Nacht. Ja, das ist echt ein Loch, ne?
Das ist dann unser Klo. Wir hocken uns dann einfach da an die Klippe. Und dann... Füllen den Fluss wieder auf. Aber die Autos sind ja schon weniger geworden, ne? Ja. Und alles. Also das wird echt mega gechillt heute Abend. Feuer können wir nicht machen. Machen wir hier alles auf und dann chillen wir hier. Machen wir was zu essen. So, und wir checken nochmal eben, ob die Paneele hier halten. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Meint ihr, ich kann hier einfach so hintreten? Ja, das hält. Das hält tatsächlich. Bist du eigentlich noch zufrieden mit deinem Setup? Ja, schon. So, würdest du vom Layout irgendetwas ändern, irgendwie die Schublade dicker machen oder irgendwas? Ich glaube, ich würde mehr Platz im Bett haben gerne und allgemein Storage, weil ich halt so viele Musiksachen habe. Und guck mal, wenn du hier reinschaust, dann ist das einfach so eng, wenn ich dann doch mal alles drin habe. Alle. Das ist echt ein Leben, ne? Heute da oben auf in den Bergen wach geworden. Laufen hier irgendwo herum, spazieren und sowas. Und dann so ein natürliches Essen, das ist mega geil. Ne? Stell dir vor, ich hätte jetzt hier für einen Fuffi Meckes geholt oder so. Das ist schon ein Unterschied, ne? Das stimmt. Meckes macht ja nicht unbedingt Fett oder sowas, aber das ruiniert die Hormone einfach. Mhm. Und dann bist du schlapp und sowas. So, meine Süßen, wir haben beschlossen, schlafen zu gehen. Man hört ja jetzt nur noch die Ventilatoren, die ich mir dann überall hier hinhänge. Morgen kommt das Video raus. Bedeutet, ich möchte hier noch einmal schnell pennen gehen und euch dann morgen berichten, wie das hier so war. Gute Nacht. Ja, guten Morgen. Die Nacht war sehr ruhig. Jetzt fahren hier Motorräder und alles Mögliche lang. Das hat, glaube ich, um 7 Uhr morgens angefangen. Ist auch verständlich, Sonntag, sondern es ist eine wunderschöne Strecke. Würde ich genauso machen. Wir führen dann unsere Reise fort Richtung Marokko, dann von Marokko zurück nach Portugal und über die nördliche Küste nach Deutschland zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Ich habe euch ganz dolle lieb. Wir sehen uns unterwegs.